Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, auf meinem Kanal zu einer weiteren Runde BattleTech. Schauen wir mal. Wir haben, glaube ich, noch einen Auftrag zu erledigen. Genau, hier, Produktionsanlage. Basis einnehmen. Hinter. Wir nehmen bei 600.000. Ja, jetzt müssen wir nur ans Geld denken. Ich habe sehr viel ausgegeben. Okay, jetzt kommen wir mit Thailander, Marauder, Thunderbolt und Archer. Alles wie gehabt von der Truppe her. Halt, Bermuff und Glitch. So, perfekt, weil das ist meine Reservespieler. Go. Dann gehen sie raus, nehmen sie eine Basis ein im Tundra-Biotom. Mal gucken, was passiert. Wie es passiert. Erstmal der typische Ladebildschirm. Das einzige, was stört in dem Spiel. Der Ladebildschirm. Der ist so böse. Aber nun gut. Ich habe eine richtig geile Lanze. Und da kommen noch Fahrzeuge hinzu. So. Wir haben jetzt 4 schwere Mechs, 3 schwere und einen überschweren. Würde ich sagen, wir gehen jetzt langsam mal die Story so richtig schön an. Stück für Stück marschieren wir da jetzt durch. Ich glaube, in dieser Konstellation bin ich richtig gut aufgehoben. Unterwegs werden wir noch versuchen, ein paar schöne Waffen klar zu machen. Apropos Klammern, ich habe mal ein bisschen gegoogelt, was den Schwarzmarkt betrifft. Wenn ich einen Rekrut reinnehme, mache ich nachher mal, der wahrscheinlich Piraten doch was zur Eigenschaft hat, erhöht das die Chance, Zugang auf den Schwarzmarkt zu bekommen. Schaue ich nachher mal. Wir haben festgestellt, dass das Taurus-Komputat eine alte Produktionsanlage in diesem System reaktiviert hat. Frechheit. Um das Machtgleichgewicht in diesem System nicht zu gefährden, muss die Aran oder Station diese Einrichtung einnehmen. Sie werden einen gezielten Angriff leiten, die Basis einnehmen und sie halten, bis die Streitkräfte der Restauration die Kontrolle übernehmen kann. Sie wollen uns nicht sagen, was genau in der Fabrik hergestellt wird, aber ausgehend von der Stärke der feindlichen Bodenstreitkräfte muss das sich um etwas Wertvolles sein. Ich würde sagen, Dosen. Katzenfutter. Max, was denn sonst? So, wir gehen rein. Command Interface initiated. Jetzt nach 170 Folgen muss ich sagen, das macht immer noch Spaß. Das macht immer noch gigantischen Spaß. So. Einander geht vor im Sprintmodus, kommt nicht sehr weit. Roger. Muss er auch nicht. Move order received. Und ich bin mit dem IGM-Feld unzufrieden bin, weil es sieht zwar cool aus, aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Das macht nichts. Weil eigentlich müssten wir Raketen. Copy that. Das ist gar nicht drin. Copy that. Sensors have something. So, 4 Max voraus. 3. Ich dachte 4. Ein schwerer. 2 Mets. Ne, die Mets werden sich freuen. 60 Tonnen. Standing by. Das ist Junior und Marauder. Ey, der ist so hammer, der Marauder. Ich freue mich schon, wenn ich Leute Plus-Waffen habe, wenn er dann noch mehr Schaden machen kann. Okay. Wolverine und Griffin, aber die sagen zuerst ein Wolverine. Der scheint aber nicht so gefährlich. Acknowledge. Schöner Hit. 200 Lebensmüde, also Panzerung weg. Hat weh. Das waren auch 200 Hitpoints. Reporting, major armor loss. Ah, 200 Panzer. What can I do for you? Nicht mehr lange. Den knacken wir schon. Okay, erster Archer. Firing everything I've got. Sobald okay, wir auf jetzt im Thunderbolt. Den brauchen wir die 60 Tonnen senken. Ich vermute Tracken. Ich bin mir aber nicht sicher. Das wird auch ein Thunderbolt sein. Obwohl, der Thunderbolt liegt mehr, oder? Ah, Rifle. Stark angeschlagen. Der ist schon so gut wie raus am nächsten Ende. Wenn ich aber wirklich rausgehen muss, ist eigentlich Rifleman. Der fies schießen. Richtig fies. Sauber. Nach 4 Angriffen ist der Wolverine down. Da würde ich sagen, jetzt alles auf den Links konzentrieren, auf den, hier, Mr. Rival. Waiting on you, Commander. On my way. Schön auf der Mitte, schön auf der Mitte. Boah.
Gotcha! Die hat ihn komplett zerfetzt. Was nun? Griffin. Also wenn ich ein Griffin wäre, ich würde jetzt abholen. Denn jetzt steht fest. Ja, ein bisschen was drin. Das EGM-Feld ist doch da. Die Rakete ist auch nicht drin. Naja, sieht zumindest cool aus. Thunderbolt, schön auf Distanz. Einfach drauf schießen. Das ist halt spannend. Er kann nicht mehr viel. Das ist. Commander. Got it. Doch, der Junior. Präzisionsschlag. Und das ist mächtig Power. Fast 300 Schaden. Ja. Intern hat es ordentlich erwischt. Noch 11. Zwei von Highlander. Schnell, präzise, effizient. Das ist die Anlage, okay. Moving to position. Heading out. Don't need to tell me twice. Auf jeden Fall eine Produktionsstätte aus der Zeit des Sternenbundes. Kein Wunder, dass die Arano-Situation so scharf drauf ist. Halten Sie die Augen nach Verstärkung offen. Es gibt Hinweise auf zusätzliche Feindeinheiten, die sich dieser Einrichtung nähern. Da bin ich mal gespannt. Weil die müssen schon mal was Schweres ausfahren, damit sie mich kriegen können. Aber ich sollte mal nicht so laut sagen. On my way. Das wissen ja alle, dass das schneller geht, als man denkt. So, Basis definitiv erobert. Good to go. Bracing for impact. So, wer wartet? Heads up, Commander. Ah, da haben wir zwei. Hostile contacts inbound. 70. Wilken. Ach, der tut weh. Systems holding. 65 Tonnen. Enemy sensor lock detected. Standing by. Und haben wir schon mal zwei offen. Wir schießen als erstes die Brücke weg. Er hat ausreichend 67% auf dem Torso. Tat weh. Sprungdüse zerstört. Think I hit something good. Und ein Pilot verletzt. Was haben wir hier drüben? Thunderbolt. Sehr schön. Was ist das andere? Immer rot, oder? Oh, schon dran und Panzerung weg. Aber mein Rot kommt so. Der macht mehr Schaden. Das weiß ich. Waiting for order. So, okay, was haben wir hier? Thunderbolt? Warhammer. Die ganze Zeit habe ich einen Teil gesucht, da ist er. Ich glaube, ich weiß, von wem ich gleich einen Teil kriege. Bleib trotzdem dabei. Erstmal die Mediums weg. Warte mal, das sind drei Schwere. Okay, drei Schwere, ein Miet. Ganz erste Miet weg. Got it. Oh, der hat einen Sturz. And there's more where that came from. Muss also noch einen Schuss noch ausgeben von ihm. Taking heavy hits, Commander. Mach BM auf. Orders. Position confirmed. Nee, der liegt gar nicht. Er steht noch. Er steht noch. Let's see how you like this. So. Rücken raus. Nichts mit flankieren, alles muss mich vor teilnehmen. That's a kill. Jetzt kommt das Problem mit dem. Wenn das jetzt vier Schwere sind, darf ich ja halt zwei Teile aussuchen. Das ist schon leicht problematisch. Ich weiß auch nicht, wer jetzt gefährlich ist. Oder? Das kann ich nicht wirklich einschätzen. Aber was ich kann nachgucken, wie viel Panzerung wer hat. 1000? 1100? 900? Er hat auch mehr Ausweichen, aber die sagen zuerst ein Warhammer. Schön auf Torso drauf.
Naja, zumindest mal angesprengt. Optimierung Kondensator zerstört. Oh. So, drei Schwere. Die sollte ich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Weil mein Motor bald platt ist. Reporting, internal damage. So, Junior kann springen, das ist fantastisch. Springt auch gleich hier hin, da hat er wenigstens schon mal Deckung. Confirmed. Zumindest auf ihn. Wir schützen den linken Arm. Können wir Präzisionsschlag machen? Auf. Boah, Hammer. Engaging with target. Mitte ist aufgeweicht von der Panzerung her. Wir nehmen zuerst den Warhammer raus. Danach den Marauder und dann Thunderbolt zum Schluss. Ah, Arm weg. Das waren drei Laser. Good to go. Receiving you. Komm, Arm hoch. Jawoll. So, machen wir weg. Bleibt noch Thunderbolt und Marauder. Hope we can salvage that. I hear ya. Was ist übernehmen ist hier? Marauder und drin. Stimmt wohl dabei. Zweimal PWK, das tut weh. So. Bis auf Junior sind alle im Feld des EGMs, das ist gut. All weapons committed. Jetzt kommt die Mechanik mit diesen Tragen und das Entschluss halt, dass ich jede Runde ganz wieder Tarnung her. Das sieht ja einfach mal aus. Enemy sensor lock detected. On my way. So, auch wenn er nur noch drei Laser hat, er muss ja. Schön auf die Mitte. Viel kann er nicht mehr sein, 76. Target acquired. Wollen wir es nicht ganz schaffen. Angeschlagen ist er. What's up, Bach? Immer drauf, ich bin Sauber, Mech zerstört, nice. Ja, bleibt nur noch Thunderbolt. Thunderbolt ist chillig. Mech destroyed. What can I do for you? I read you, Commander. Moving out. Mit einem Archer direkt auf Thunderbolt. Commencing Alpha Strike. Bedingt gute Treffer, soweit ganz okay. Aber ich habe noch einen Präzisionsschlag. Mit der Gausskanone, das wird böse. Das Tolle ist, ich bekomme gleich Warhammer. Okay, er steht. Ist aber kurz vor dem Fall. Ich würde sagen, einmal noch eine Archer drauf, dann ist das voll. Dann müsste es eigentlich gewesen sein. Vielleicht auch nicht. Standing by. So, BMOF geht ran. Präzisionsschlag auf die Mitte. Müsste mir Zweier ein. Mit einem 43, wenn die 50% leichter, weil ich mehr kriege, beflügelt. Präzisionsbonus plus 4. Ja. Schön drauf. Sauber. Schwertlaser weg. Torso geplatzt und der ist kurz vorm Fall. Critical hit, Commander. Waiting on you, Commander. Die Chance ist der Glitch. Er fällt. Ganz klar, der fällt. Der fällt nicht nur, wurde auch zerstört. Basis erobert. Die Jungs kommen an, halten die Basis. Und das Direktorat freut sich weiterhin. Und wir haben unseren Job erledigt. Trotzdem mit leichten Verlusten. Weil Marauder hat einen Arm, naja, verloren. Das heißt Reparatur. Und Reparatur ist teuer. Die würde ich gern vermeiden wollen, aber es lässt sich nicht vermeiden. Sehr bedauerlich. Egal, 10% rum drauf. 667.000, wunderbar. Von der Wertung her haben wir bald Rang 5 erreicht. Marauder dringend in Reparatur. Leichten Laser, naja, okay. Den Laser mit plus 1 Präzision, ist okay. Ist okay. Ist passt. Vollkommen okay. So, was ich auf jeden Fall mich jetzt freue, ist... Hä? Okay, wir nehmen auf jeden Fall Warhammer. Ich glaube, ich nehme noch einen Marauder. Okay, das ist die andere Variante vom Warhammer. Schade. Nicht die, die ich gebraucht habe, aber immerhin.
Anstrengung plus 2, Stabilität. Plus 4 Schaden. Die ich aber nicht bekomme, oder? Nee. Ach, so schade. Egal. Das macht nichts. Oh, so bitterlich. Ach, Mann. Ach, ich hätte mich jetzt so darüber gefreut, den zu bekommen, den Moorheimer. Wäre eine super Ergänzung gewesen. Aber ist egal. Zwei weitere Mech-Teile, passt. Vollkommen alles akzeptabel. Lanze steht, kurz außer Gefecht. Ich muss eh zum nächsten Planeten reisen. Von da aus ist alles okay. Wir werden auch unterwegs natürlich reparieren. Schade ist jetzt nur, wir haben nur noch 10 Millionen. Gut, 10,6 Millionen. Aber das macht ja nichts. So, Mech-Bucht. Wir müssen dringend reparieren. Eigentlich kann ich diese drei Jahre auch eintauschen. Also. Ja, eigentlich kann ich die drei auch einmodden. Theoretisch. So, den Marauder umrüsten. Ach, die hat es schwer erwischt. Da fehlt ein ganzer Arm. Wir bleiben auch weiter auf diese Laser-Config drauf. Haben wir jetzt noch was Gutes? Ne. Nee, nur Standardlaser. 1, 2, 2. So, und der Nahkampflaser noch. 3. So, herzlichen Glückwunsch. Zum Glück ist Dings nicht weggesprengt worden, dieser Torso. So, Aufträge gibt es gar keine, so wie ich sehe. Genau, nur Reiseaufträge. Streit beiliegen. Kampf in der Wüste. Kommt bei im Hinterhalt. Da machen wir hier Kampf in der Wüste. Verhandeln. 600.000, zwei Teile. Wir reisen runter. Übrigens, 30.000 Sprungkosten werden auch bezahlt. Muss ich nicht meckern. Passt alles. Crypto ist in 8 Tagen bereit. Wir kommen in 9 Tagen an. Das passt wunderbar. Am letzten Tag ist dann auch der Marauder ready. Heißt, wir können dann Crypto mal testen. So im Nahkampf. Als Thunderbolt-Ersatz. Aber ich glaube, dass das eine richtig blöde Idee ist. Das Einzige, womit ich beim Marauder unzufrieden bin, ist die UAKV. Also diese Streubombe. Also diese Schrotblinden Dings, das finde ich sehr als Katastrophe. Dr. Murat spult das Video zurück und spielt es erneut ab. Die Aufnahme stammt von 2.38 Uhr. 7 nasse, nackte Gestalten stürmen aus dem neuen Niedrig-G-Pool im Condor. 4 Frauen, 3 Männer, die kichernd herumtollen. Okay, auf so viel Nacktheit war ich zu dieser Frühstunde noch nicht vorbereitet, kommandiert Sumira. Jan lacht. Aber echt, was soll ich denn jetzt, wie soll ich denn jetzt normal arbeiten? Mit denen normal arbeiten? Auch Sumira kann du nicht mehr an sich halten, stimmt. Dr. Murats Blick ist weitgehend todernst. Also, Commander, was werden wir unternehmen? Lösch die Aufnahme. Wend dich an die Crew. Bitte nicht mehr nackt baden. Wende dich an die Crew, bitte nicht mehr nackt baden. Deine Stimme hallt durch die Ager. Achtung an alle Besatzungsmitglieder und Mech-Krieger. Hier spricht ihr Commander. Der Führungsstab freut sich, dass der Niedrig-G-Pool solch großer Zuspruch genießt. Sogar rund um die Uhr. Wir gingen davon aus, dass der Pool dazu genutzt wird, sie auf unsere langen Reisen zwischen den Systemen fit zu halten. Aber es scheint aber auch ein Segen für die Moral an Bord zu sein. In dieser Hinsicht möchte ich Sie darauf hinweisen, dass sich im Korridor außerhalb der Tür zum Pool eine Kamera befindet. Bitte tragen Sie stets angemessene Badekleidung. Kurz darauf halt ein beschämendes Oh mein Gott durch die Korridore und Lüftungsschächte des Moral, des Lüftungsschächte des Schiffs. Moral um 2 erhöht. Von Nacktbart erwischt. Sehr schön. Finde ich gut. Okay, willkommen auf einem neuen Planeten. Auftrag ist. Job's done, Commander. Alle Jobs sind erledigt. Wir können den jetzt machen. Noch nicht. Wir schauen jetzt erst in den Laden rein. Schauen dort nach 80 plus Varianten oder Ausrüstung. Sprungdüse, Zielerfassungssystem für Raketen. Was ist das? TDS plus 3 Energie. Alle Max verfügen über ein standardmäßiges Ziel- und Verfolgungssystem, kurz ZVS, das für mehr Leistung sorgt. Das ist nicht schlecht, oder? Ach, für 2 Millionen ja schon teuer.
So, alles was 80 Tonnen hat, das wäre in diesem Fall das Stalker. Die kann man sich ja fast zusammenkaufen, oder? Bewegung fast nicht vorhanden? Für 900.000. Okay, ich kaufe. New equipment available. So, Waffen. Ballistisch. Plus 10 Schaden. Der wird sofort gekauft. New weapon systems available. Präzision. Plus 5 Schaden. Plus 3 Präzision. 5 weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht, ob ich da, weil ich bin jetzt unter 10 Millionen. Es wird Zeit, Geld zu verdienen. Warte, genau. Rekrutierungshain. Wollten hin. Gucken nach jemandem, der die Eigenschaft hat, mit den Piraten da zu sein. Militär, seltener Rekrut. Piratencrewmitglied. Der Weltraum ist von Natur aus gefährlich und auf einem Piratenschiff ist diese Gefahr noch mal Vielfaches größer. In einer solch feindlichen Umgebung ist das nackte Überleben das Einzige, was ein Crewmitglied beherrschen muss. Piratenmitglied? Piratenpilot. Ein Piratenlandungsschiff zu fliegen verlangt Nerven, Mut und kleine Prise Wahnsinn. Die sind schlecht. Also, was das Beste gibt. Freihändler? Sprungschiffe können für Händler nahezu... Nein? Yes, Commander. Da war ein Unterschicht. Yep. Auriga Mittelschicht, noch ein Freihändler, Schmuggler. Waren Perisphäre im Zusammenhang. Der Schmuggler von Waren durch die Perisphäre, insbesondere Technologie, ist ein äußerst lukratives Geschäft für Händler. Mit ein wenig Skrupeln und erhöhter Toleranz für Gefahr. Immer wieder tauchen seit dem Zerfall des Sternbundes verbotene Artefakte auf. Händler, Captain. Yes, Commander. Taurus? Aber der sieht jetzt auch nicht schlecht in der Hinsicht. Der hat Schmuggler? Yes, Commander. Was denn? Standing by. Ich werde aber hier Piratendamme anheuern für 40.000. New Mech Warriors available. Die kommt, den Schmuggler. Freihändler nehmen heuern wir auch mal an. New Mech Warriors available. Unsere Hoffnung, im Hintergrund das Event zu triggern, dass wir halt Dings bekommen. Ich sag schon hier, den Schwarzmarkt. Okay. Dann sind wir für diese Folge jetzt zumindest durch. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und lasst ein bisschen Feedback da. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao.